Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spirity. Es ist 5 Uhr morgens, wir sind wide awake und wir haben eine kleine Mission. Ich habe nämlich herausgefunden, dass es einen Menschen gibt, der ab und zu hier im Dorf ist und der Sachen verkauft. Und der verkauft unter anderem auch Nester bzw. eben neue Enten und wir brauchen definitiv eine weitere Ente. Deswegen schaue ich gerade mal, wo wir den eventuell... Es ist ein Rabe? Ah, okay. Ich war verwirrt. Deswegen schauen wir mal, ob wir den hier irgendwo finden. Der soll nämlich in der Nähe der Bushaltestellen sein. Hier war eine Bushaltestelle und die andere müsste hier irgendwo sein. Und ich renne extra nicht, denn ich will nicht, dass was ist das? Achso, das ist ein Straßenschild. Ich will nicht, dass meine Energie so schnell wieder runtergeht. Wir haben nämlich erst so früh am Morgen. Oh. Hallo? Ah ja, gib sie her. Die Nudeln! Oh mein Gott, ja! Mensch, vergiss nicht zu kauen, diebischer Mistkerl. Ich danke dir, Mensch. Deine Großzügigkeit ist höchst erfreulich. Dein Angebot war allerdings schärfer als erwartet. Ich hoffe, mein Magen verträgt es. Wup, wup. Wer bettelt, kann nicht wählerisch sein, oder? Beeil dich und zeige dich. Achso, vielleicht hat es auch Wonjan gerade gesagt. Upsi. Oh, interessanter Geist. Deine Großzügigkeit hat Erinnerungen geweckt. Ich war bekannt als Onishi. Okay. Ich danke euch beiden. Ihr wisst nicht, wie lange es her ist, dass ich mit anderen gesprochen habe. Normalerweise höre ich nur zu. Ich bin froh, dass für dich alles klar ist, denn wir haben uns schon gefragt, ob etwas kaputt ist. Wenn du das Plaudern mit anderen vermisst, solltest du im alten Badehaus auf dem Berg vorbeikommen. Wir haben jede Menge gesprächige Geister, die vorbeikommen. Ich werde kommen und versuchen, andere wie mich mitzubringen. Aber zuerst muss ich mich um meine brennenden Eingeweide kümmern. Ich musste nichts über seine brennenden Eingeweide wissen, wie auch immer, gut gemacht. Und doch, ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass wir es wieder mit Onishi zu tun bekommen werden. Okay, ich find's cool, dass wir in den ersten Minuten dieser Folge einfach direkt einen neuen Geist freigeschaltet haben. Wenn wir... Ich lausche nur den Geräuschen. Achso. Wenn wir jetzt es noch schaffen, ein weiteres Entennest zu bekommen, das wäre der Hammer. Ich laufe nochmal zurück. Ansonsten müssen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen arbeiten, damit wir neue Missionen bekommen. Weil die Nudelmission war, glaube ich, jetzt unsere letzte. Ist halt nun sehr, sehr nervig. Mit einer Ente und viel zu vielen Algen. Also mein Tipp war, dass der wohl morgens kommt. Und dass der jeden Tag kommt. Das ist halt auch nochmal sowas, ne? Weil, wenn jemand jeden Tag... Hey, da sitzt einer. Komm, wir reden mal kurz mit dem. Das scheint so zu entspannen. Um 6.34 Uhr am Morgen. Ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich Yangs Sicht auf das Leben höre. Was für ein sanfter und bescheidener Mann. Außerdem müssen wir auch hier so ein bisschen unsere Freundschaften steigern, denn wir wollen ja auch, dass die Leute vielleicht irgendwann bei uns arbeiten und wir ein bisschen Hilfe bekommen. Der sitzt hier ganz alleine. Was willst du? Wer ist das? Viele meiner Freunde arbeiten auch nach der Pensionierung noch in Teilzeitjobs. Nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie sich langweilen. Das scheint ein Problem zu sein. Ist keiner? Das private Bad links hatten wir doch schon freigeschaltet. Das auch. Halle im linken Flügel. Okay, wir müssen auf jeden Fall Geld verdienen. Oh mein Gott, ist der das? Ich glaube, das ist der, Leute. Warte, oder? Ich bin verwirrt. Oh, das... Oh nee, das ist die Dings. Das ist die Tifa, die hat ein Auto. Ich kann nicht glauben, dass die Leute immer noch glauben, die globale Erwerbung sei ein Scherz. Oh Mann, ich hatte gerade so Hoffnung, dass das der Händler ist. Okay, wir laufen jetzt hier gerade noch so ein bisschen rum und halten Ausschau und ansonsten gehen wir dann
hoch. Brücke wegen Baufälligkeit gesperrt. Zahle 15.000 für die Reparatur, Spense Holz. Interessant. Das heißt, wir haben da sogar noch einen neuen Weg, wo wir hin könnten. Könnte das der Bus sein? Wer ist da drin? Hier parkt jemand rückwärts. Oh mein Gott, die Person fährt sehr lange und viel rückwärts. Hallo? Komm raus. Oh, wer ist das? Das sind die Kinder. Kann das sein? Ach, das ist der Schulbus. Ja, natürlich. Wenn es da eine Lektion fürs Leben gibt, kann ich sie nicht wirklich begreifen. Aber ich bin wirklich dankbar, glaube. Dankbar. Ich glaube, du musst eine Art Glücksbringer sein. Was? Wieso denn wir? Och Mann. Wo ist der? Gemeinschaftliche Erinnerung. Nur eine freundliche Erinnerung daran, dass es extrem uncool ist, das Kunstwerk eines anderen zu beschmieren. Lasst uns alle einander und unser Eigentum respektieren. Euer freundlicher Nachbarschaftsmaler. Oh, wir haben doch noch eine weitere Mission. Ich glaube, ich weiß, welches Gemälde gemeint ist. Und zwar das hier unten. Ich glaube, das ist sogar von Lee oder Lay. Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Das hier wahrscheinlich. Das sieht aber gerade nicht so beschmiert aus. Nothing. Advice, das ist neu. Ein Hinweis können wir ihn fragen. Talk. It's quite convenient that Phineas opened up a pawn shop of sorts. You can sell useless junk for even more Molags. Interessant, dass er auf Englisch geswitcht ist. Okay. Oh. Mm. Hallo Eileen, toller Tag für Tee, findest du nicht? Oh, wir können bei ihr... Oh mein Gott, wir können bei ihr Tee kaufen. Wenn wir mal wieder keinen Tee haben. Sehr gut zu wissen. Hier. Das ist doch von ihm. Aber freundlicher Reminder heißt noch nicht, dass es sich jetzt oft wiederholt. So, 11:45. Ich habe leider keinen Wagen, keinen Händler gefunden. Ich würde sagen, wir öffnen das Badehaus, machen ein bisschen Money. Wo ist unsere kleine Ducky? Die Arme muss ein bisschen schuften heute. Wäre wichtig, wenn wir das große Becken einfach leer haben. Ach so. Das ist super. Dann öffnen wir den Laden doch mal. Ich muss das Wasser noch anmachen. So. Molax, das ist schon sehr, sehr gut. Oh, wir haben direkt den neuen Gast, der riesig ist. Oh mein Gott. Passt der da überhaupt rein? Wow, wie riesig der ist. Okay, 9. Boah, das ist gut, dass wir Ducky hier reingetan haben. Sonst hätten wir den nirgendwo hinsetzen können. Krass. Ich muss jetzt noch mal gucken, was wir als nächstes verbessern. Ich glaube nämlich entweder das andere Bad auf der rechten Seite
Oder, also für die Treppe, glaube ich, ist es noch ein bisschen zu früh. Oder aber hier auf der Seite haben wir noch diesen, das muss der Küchenbereich sein. Ich weiß jetzt gesagt nicht, was das hier ist, ob das auch zur Küche gehört. Ja. Warum ist das Wasser blau? Können die nicht... Ich will die hier hinsetzen. Warum ist das Wasser blau? Das ist ja sehr interessant. Und irgendwie auch süß. Und witzig. So, jeder Gast hat einfach irgendwie so eine Eigenschaft. So. Den Kollegen. Den können wir hier hinsetzen. Ich versuche mal wirklich die ganze Zeit jetzt nicht zu rennen, um zu gucken, wie lange es dauert, bis ich müde bin. Du fühlst dich sehr müde. Also ich fühle mich ein bisschen veräppelt von diesem Spiel. Meine komplette Bento-Box ist voll und ja, ich bin den ganzen Tag ein bisschen rumgelaufen, aber das ist doch jetzt nicht deren Ernst. Nee, wir machen noch ein bisschen weiter. Zumindest hier, guck mal, haben wir schon diese riesigen Burschen. Hä? Warum ist der traurig und der ist happy? Die sind noch nebeneinander. Was ist hier los? Strange. Komm bitte mit. Ich habe ein Plätzchen für dich. Hier. Oder vielleicht hier. Willst du vielleicht doch noch mal was fressen? Oh Mann, oh. Ich probier's. Oh, er ist hängen geblieben da hinten. So, wir bringen den hier hin. Mögen, doch, die mögen das. Er ist immer noch nicht so ganz happy. Schade. Was ist denn los? So, jetzt ist der Moment der Wahrheit, ob die sich verstehen. Er ist auch nicht so ganz happy. Hm. Du fühlst dich erschöpft, deine Ausdauer nimmt ab. Dann bringe ich den mal wieder raus. Tut mir leid. Du musst leider gehen. Ich glaube, wir haben noch gar nichts verdient. Nein, jetzt kommen neue. Das ist so... Das finde ich echt... Das ist so... Also das ist wirklich das Einzige, was mich sehr, sehr, sehr stört an diesem Spiel. Dass ich das Gefühl habe... ich habe irgendwie immer nur so 5 Sekunden Zeit. Ich überlege gerade, ob ich jetzt überhaupt ein neues reintun soll. Wenn irgendjemand von euch da einen Tipp hat, dann bin ich sehr happy. Einer ist, glaube ich, gegangen. Ja. Okay, wir warten noch mal kurz und räumen dann gleich auf und machen alles zu und legen uns dann hin, damit die Ausdauer wieder gut wird, bla bla. Okay, das war der Schrei, der sagt, Wasser ist kalt. Es tut mir sehr, sehr leid, ihr Lieben. Ich muss hier leider zumachen. Einer geht gerade noch, ne? Komm, den lassen wir noch bezahlen. Und dann mache ich hier zu. Dann kriege ich da zumindest, glaube ich, noch das volle Geld. Tut mir leid. Hm, 3500 ist wirklich echt mager. Oh, das nervt mich schon wieder. Also wirklich, das ist wirklich etwas, was ich gar nicht verstehe.
bei diesem Spiel, warum das so komisch gemacht ist. Oder ich verstehe die Art und Weise nicht, wie man das, also mit dem Ausdauer, I don't know. Aber ich sag euch ehrlich, das macht absolut gar keinen Spaß so. Das Gefühl, du kannst nicht den ganzen Tag auf dem Bein sein. Ja, wir gehen schon nach Hause. Ich muss nur kurz das noch einsammeln. Fürs nächste Mal habe ich zumindest dann schon mal ein paar Handtücher bereit. Ob jetzt vielleicht hier irgendwo der Händler ist? Es ist ein neues Jahr. Ich werde ein paar große Dinge schaffen. Tu das, I guess. Warte mal, ich glaube, ich habe unseren alten Freund die Bleivergiftung gesehen. Wie gefällt dir dein neues Zuhause, Opa? Es sieht ein bisschen beengt aus. Ah, meine Freunde. Unsinn, hier ist jede Menge Platz drin. Eigentlich kommst du genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich habe darüber nachgedacht, ein Geschäft zu eröffnen. Eine Art Pfandhaus. Du kannst mir Dinge verkaufen, die du nicht mehr brauchst und ich kann sie wiederum an andere Geister verkaufen. Das ist keine schlechte Idee, Opa. Hier, du hast die... Aileen hat hier die schlechte Angewohnheit, jede Menge Müll anzuhäufen. Oho, ich dachte mir schon, dass dir die Idee gefällt. Münzkatze. Was für den einen Müll ist, ist für den anderen ein Schatz. Ich heiße Wonjan, Opa. Wonjan. Jedenfalls, auf geht's. Komm jederzeit hier vorbei, wenn du etwas loswerden oder verkaufen willst. Hoffentlich vergisst du nicht, dich zu bezahlen. Ja, deine Ausdauer, ich weiß, ich wollte gerade nach Hause, um zu schlafen. Interessant. Wir haben im Moment eigentlich gar keinen Müll. Ich glaube, ich spiele das Spiel auch gar nicht so, wie die Entwickler sich das gedacht haben. Vielleicht muss ich mehr draußen sein und angeln und fangen und machen. Wieso läuft hier immer so eine groovy Musik? So, ich schlafe direkt 12 Stunden. Also traurig, dass wir noch nicht mal 500 Molachs gemacht haben. So. Es ist sehr früh am Morgen. Hier sitzt eine Frau. Warum ist das alles so blau und eklig? Bist du die Treppe im östlichen Teil der Stadt hinaufgestiegen? Wenn du es bis ganz nach oben schaffst, siehst du ein riesiges altes Gebäude. Ich weiß, die Frau, die früher in deinem Haus wohnte, ging oft dort gerne hinauf. Was für ein Chaos, Schau, ich wusste, dass dieser verdammte Onishi noch mehr Ärger machen würde. Hör zu, wir müssen das in Ordnung bringen, bevor die Leute es merken und auslippen. Ich glaube, ich weiß vielleicht etwas, das hilfreich sein könnte. Vor langer Zeit gab es einen Sprecher, der dir sehr ähnlich war. Er kümmerte sich um das Badehaus, unterhielt sich mit den Geistern und pflegte die Schreine. Ein paar bestimmte Geister hatten die Tendenz, alles durcheinander zu bringen, sei es das Badewasser oder die Schreine. Der Sprecher hatte ein spezielles Elixier, das die Verschmutzungen beseitigen konnte. Wenn ich mich richtig erinnere, wurde das Rezept zusammen mit seinen Überresten auf einem Friedhof in der Nähe der Stadt begraben. Wir sollten versuchen, es zu finden. Und wir haben gleich eine neue Mission. Ich wollte zu Katze. Wie komme ich denn nochmal zu Katze? Ah, hier. Ist der Friedhof nicht da unten? In der Nähe von der Stadt. Wir laufen mal Richtung Süden. Und gucken, ob wir da was finden. Das sieht für mich aus wie ein Friedhof.
Da kann ich nicht mit interagieren. Hier auch nicht. Das ist irritierend, dass der jetzt auf Englisch redet. Nothing. Danke. What are you looking for me? Ich dachte, du hilfst mir vielleicht herauszufinden, ob das der richtige Friedhof ist. Da sind die kleinen Hundis. Hallo. Hallo. Hey, das können wir sogar irgendwann mal als Opfer anbieten, Dämonenpfeffer. Das ist doch der einzige Friedhof hier. Sonst reden die von einem Friedhof, den wir noch nicht freigeschaltet haben. Und da wüsste ich jetzt auch nicht so ganz, was wir tun sollen. Also das muss der Friedhof sein. Aber ich habe hier nur 3 Grabsteine und keiner von denen sieht irgendwie verdächtig aus. Ich weiß, das macht man nicht, aber ich habe irgendwie keine andere Idee. Aha, habt ihr das gerade gesehen? Habt ihr das gerade gesehen? Da war ein kleiner grüner Kreis. Hallo, weg damit. Du hast erhalten eine Elixierschriftrolle zur Reinigung. Yeah, excellent work. Now that you've found a recipe, you should allow it, follow it to the purifying elixir. Should be able to make it that at the bathhouse, right? You know, why do you always just make it at your house? Either way, let's get cooking, chop chop. Okay, okay. Wir haben eine Mission, wir haben ein Rezept. Kann ich das Rezept eigentlich jetzt schon einsehen? Nee. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, was wir genau brauchen, um das Elixier zu machen. Das Zuhause von uns ist näher, deswegen gehen wir jetzt erstmal direkt nach Hause, schauen uns an, was wir brauchen, in der Hoffnung, dass die Zutaten, die wir brauchen, ich gehe mal hier oben lang, für uns auffindbar sind. Und dann schauen wir mal weiter. Ich hab's einfach nicht gesehen. Reinigendes Elixier. Wir brauchen eine Sakura-Blüte, weißen Reis und Reiswein. Reiswein haben wir im Kühlschrank, sehe ich gerade. Das ist der hier. Sakura. Okay, ein Sakura-Baum haben wir in der Nähe von unserem Badehaus. Da könnten wir nachsehen. Und Reis, bin ich gerade unsicher. Können wir das nicht einfach kaufen? Das ist meine Idee. Wir gehen kurz zum Laden, schauen, ob wir Reis kaufen können oder zumindest ein Rezept für Reis. Dann gehen wir zum anderen Laden. So, guten Tag, komm doch rein, womit kann ich dir heute helfen? Wir brauchen Reis. Frühlingsgelande, oh schön. Boombox, Game Station. Komisches Hirschfell, ich feiere das immer noch. Hamburgerbrötchen. Geschichte von Mount Whisper. Pulled Pork Recipe, Hamburger,
Winterteppich, okay. Vergiss nicht, dass wir im Badehaus das Reinigungselixier herstellen müssen. Ja, ich weiß, das machen wir doch auch. Ich bin doch schon dabei. Warum sind denn alle heute so ungeduldig? Guten Tag. Der Fischmarkt läuft in diesem Frühjahr richtig gut. Schön. Schön für den Fischmarkt. Hey, hast du vielleicht Reis? Ich möchte was kaufen. Koboldenergie, was ist das? Reiswein, Hundefutter, Käse. Hier, weißer Reis. Kaufen wir einmal. So. Wieso kann das nicht direkt in meine Tasche? Ich verstehe das nicht. Warum muss ich das die ganze Zeit in der Hand halten? So, und jetzt gehen wir nochmal hoch zum Kirschblütenbaum. In der Hoffnung, dass da vielleicht irgendwie Kirschblüten rumflattern. Vielleicht müssen wir mit dem Kescher fangen oder so. Kann ich das aufheben? Konsumieren? Nein, danke. Cool, wir nehmen die alle mit. Mega. So. Back to business. Wer bist du? Und, wie war's? Es hat ein gewisses Etwas, oder? Haha, tut mir leid wegen vorhin, ich war einfach schlecht gelaunt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es klappen wird. Geben wir unser Bestes. Okay. Auf ans Werk. Wir benötigen, um das Elixier herzustellen, als allererstes eine Sakura-Blüte. Dann brauchen wir den Reis, der sich in unserem Rucksack befinden sollte. Der ist hier. Und dann brauchen wir, diesen Reiswein. Und wir wollen das Ganze fermentieren. Passiert da schon was? Ah ja, ganz langsam. Let's go. Ist es fertig? Ja, oder? Oh, ja. Gut gemacht. Es scheint, als hättest du es geschafft, das reinigende Elixier herzustellen. Lass es uns gleich einsetzen. Chaka! Oh, einfach kurz Desinfektionsmittel gemacht. Muss ich irgendwas machen? Nee, das passiert automatisch. Gut. Nun, das scheint ja geklappt zu haben. Gut gemacht. Du bist gar nicht so schlecht im Herstellen dieser Elixiere. Das Reinigungselixier solltest du dir auf jeden Fall merken, falls irgendwelche Geister im Badehaus ihr Unwesen treiben. Vergiss das nicht. Cool. Gut. Schön. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir und arbeiten wir schon wieder. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Elixier werden wir definitiv noch brauchen. Deswegen bin ich gerade am Überlegen, ob ich nicht direkt Nachschub kaufe und herstelle eigentlich. Hallo schon wieder. Ich brauche, Reiswein hatten die doch auch hier, genau. Oh, 40! Teuer. Wo hatten wir eigentlich den ersten Reiswein her? Den haben wir, glaube ich, irgendwo am Strand gefunden und einfach mitgenommen. Nicht konsumieren. Leute, ich wollte mehr Reiswein herstellen. Nicht Reiswein, sondern dieses reinigende Elixier herstellen. Komme ich in die Küche? Es sind hier einfach noch mehrere. Das heißt, eine Furie macht also mehrere Elixiere. Das ist zumindest etwas. Wie viel Reiswein habe ich? Naja, ich habe jetzt extra noch einen gekauft. Naja, nicht schlimm. So, dann fermentieren wir das Ganze. Und ich glaube, ich kann das jetzt einfach so lassen, ne? Dass wenn es fertig ist, ich muss jetzt nicht hier warten. Oder? Ich habe so ein bisschen Angst. Doch, das funktioniert, das geht von alleine. Dann schlafen wir 2 Stündchen. Oh, jawohl. Super. Jetzt können wir voll gestärkt ein bisschen worken. Ducky Girl, du musst hier bitte einmal alles aufessen. Was ich jetzt herausfinden wollte ist,
kann ich das hier reinkippen. Oh mein Gott, Leute. Alle Algen auf einen Haufen. Weg. Alle. Alle. Mit diesem Elixier. Nice. Nice, 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 nice. Ich freue mich. Ich freue mich so sehr, weil ich die ganze Zeit dachte, Mann, wir haben jetzt die ganze Zeit dieses Problem mit diesen nervigen Algen und jetzt mit dem Elixier, das ist wirklich der Hammer. Das ist super. Das ist sehr gut. Nice. Very nice. Guten Tag. Ich bringe Sie in unser neues Becken. Oh Mann. Ich bin so froh, dass wir das jetzt irgendwie noch lösen konnten. Muss ich noch was waschen? Vielleicht schalten wir wirklich als nächstes unsere Kochnische frei. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Dann können wir mal ausprobieren, den Geistern was zu kochen, dem was zu essen zu geben. Auch wenn es Geister sind, brauchen die anscheinend was zu essen. I didn't know. Hallo, folgen Sie mir. Dann brauchen wir jetzt auch nicht zwingend eine zweite Ente, auch wenn ich das trotzdem eigentlich cool finde. Sind alle hier happy? Yes. Sehr schön. Oder wir schalten dieses Bad frei. Aber ich habe das Gefühl, ich komme ja noch nicht mal dazu. Ich kann nicht mal drei Bäder hier in Ruhe beherbergen, ohne müde zu werden. Das ist halt auch so ein Schmarrn. Ich komme sofort. Bitte folgen Sie mir. Guten Tag. Bitte folgen Sie mir. Guten Tag. Bitte folgen Sie mir. Und die nächste. Ich finde das so witzig, dass die Chickens singen, wenn es ihnen gut geht. Oh, wie schön das aussieht, wenn zwei Becken komplett algenfrei sind. Guten Tag. Ich habe hier Platz für Sie, neben Ihrem Gleichgefährten. Ja, ja. Oh. Oh. Kann ich den Guten hier hinsetzen? Oder hier hin? Der nimmt echt viel Platz ein. Aber ist der nicht so groß wie die Dame hier? Oder wie dieser Geist?
Moment. Oh, ich dachte, es sind schon mehrere gegangen. Nein, der macht hier Quatsch. Kann ich das während er das macht, machen? Aha. Also die hier mit dem Geweih, der so aussieht wie so ein Toter. Na, oh mein Gott, der tropft aus dem Mund. Deswegen, habt ihr das gesehen? Der kam gerade was aus dem Loch raus. Der verschmutzt hier das Badehaus. Solche Gäste haben hier nichts zu suchen. Oh nee, das wird gleich wieder blau. Okay, entweder müssen wir einfach nur seinesgleichen in ein Becken tun. Oder immer, also wir müssen sowieso jetzt immer Elixier haben wegen den Algen. Aber der verschmutzt, es wird doch gleich wieder blau, oder? Das gefällt mir nicht. Das finde ich doof. Oh Gott, jetzt haben wir so viele Leute, die hier gerne... Jetzt kommen die hier alle her. Gott, so viele. Aber ich werde das gleich hier, also weiß noch nicht, wie lange ich es hier laufen lasse heute. Eigentlich würde ich gern, dass wir hier die nächste Mission erreichen. Das wäre super. Wie der aussieht. Sweet. Yes. Deine Spiritualität ist gestiegen. Du kannst jetzt noch mehr Geister sehen. Sehr cool. Ich mache ja noch ein bisschen weiter. Ich beende die Folge aber jetzt schon mal. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und ja, macht's gut. Ciao. Kleiner Nachtrag. Wir haben uns so inspirieren lassen, dass wir jetzt noch ein bisschen an unserem Buch weiterarbeiten. Als du dich zum Schreiben hinsetzt, denkst du über die letzten Ereignisse nach. Die Frustration, die Bruce empfunden haben muss, als schmerzhafte Erinnerung an die Oberfläche kam. Die Freude Fenias über die Entdeckung eines neuen Zuhauses. Der hinterhältige Essensdieb Wasser Gigi und das köstliche, flüssig-würzige Rezept von Julians Familiensuppe. Und das die vierte Wand durchbrechende Rätsel namens Onishi. Der Höhepunkt all dieser Erfahrungen war eine produktive Schreibsession. Super! Damit nochmal ciao, bis zum nächsten Mal.